Herzlich willkommen zum Leben, Lieben, Loslassen Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Friedrich Stratmann und ich begrüße dich zur heutigen Folge. Heute zu Gast bei mir im Interview ist Thomas Achenbach. Thomas ist zertifizierter Trauerbegleiter, Blogger, Redakteur, Podcaster, Buchautor, Dozent und wie ich gelesen habe, auch bekennender Hutträger. Ich weiß nicht, vielleicht kann er uns da nachher auch noch ein bisschen mehr dazu verraten, aber wie ich zu Thomas gekommen bin, ist zum einen ja sein Buch zum Thema Männertrauer, Männer trauern anders, wo mir der Name zum ersten Mal begegnet ist. Und ich dachte mir, Mensch, das ist doch ein super Thema auch für ein gemeinsames Podcast-Gespräch. Deshalb freue ich mich darauf, dass wir heute über das Thema Männertrauer sprechen, ob Männer wirklich anders trauern, was sie da brauchen oder nicht und ja, welche Rolle auch Verletzlichkeit und die Balance von männlichen, weiblichen Anteilen in uns spielen. Und ja, soweit zum Rahmen für heute. Da haben wir uns ein bisschen was vorgenommen. Wir schauen einfach, wohin wir da gemeinsam reisen. Und bevor wir da tiefer einsteigen, Thomas, erstmal herzlich willkommen im Leben, Lieben, Loslassen Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung und danke für die Anfrage. Ja, ich habe ja schon ein paar Stichpunkte zu dir genannt. Eine ganze Aufzählung. Magst du dich vielleicht in eigenen Worten kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wie bist du der geworden, der du heute bist? Oh Gott, so viel Zeit haben wir, glaube ich, gar nicht. Ich versuche es ganz kurz. Du hast es ja gerade so schön umrissen. Ich mache tatsächlich ganz viele Dinge gleichzeitig, was manchmal auch ein bisschen schwierig ist, das ist schon so, das stimmt, weil nicht immer alles geht, aber vor allen Dingen bin ich unterwegs als Trauerbegleiter und begleite Menschen in Krisensituationen nach einem Verlust, in einer Verlustsituation. Und da bin ich als Mann, als männlicher Part in dem Segment immer noch ein Unikum und immer noch etwas Seltenes, weil das doch ein nach wie vor sehr fraulich geprägtes Umfeld ist. Und deswegen habe ich halt da mehr mit Männern zu tun. Und weil ich noch so ein bisschen blogge nebenher, kamen dann Menschen auf mich zu, die das für eine gute Idee gehalten haben, ob ich das nicht vereinbaren möchte, dass das Thema Trauer und das Thema Schreiben und das Buch schreiben möchte, Männer trauern anders, was ihnen hilft und gut tut. Das ist jetzt ein paar Jahre auf dem Markt und damit bin ich nach wie vor sehr viel unterwegs. Und das macht auch nach wie vor Freude, wenn man das in dem Kontext sagen darf, aber da können wir gleich nochmal einsteigen, warum das vielleicht doch ganz gut passt. Ja, ich glaube, wir haben uns eben auch darüber unterhalten im Vorgespräch, ne? Also wie lebendig auch Gespräche sein können rund um das Thema Trauer. Also was du erlebt hast oder erlebst in deiner Praxis, in der Arbeit mit Trauernden. Also du sagtest eben, ja, dass du als Mann ein Unikum bist in dieser Branche, in diesem Bereich und dass du da immer mehr auch in diese, ja, in dieses Thema Männertrauer reingekommen bist. Was macht denn für dich das Thema Trauer aus und gibt es sowas wie einen Unterschied zwischen Männertrauer und Frauentrauer? Das ist ein ziemlich breites Spektrum und das Unbefriedigende ist, dass es keine befriedigende Antwort gibt darauf. Also es gibt jedenfalls keine sehr eindeutige Antwort, ne? Und das ist immer wieder eine spannende Erfahrung. Je tiefer man da einsteigt, desto schwieriger wird das auch, das Thema. Also je näher man drauf guckt, desto mehr gleitet einem das weg. Das ist hochspannend in dem Segment. Aber ja, es gibt dann doch immer wieder auch Erfahrungen, die sich gleichen. Also wenn ich einen Vortrag halte, heutzutage habe ich immer einen roten Faden mit, den ich in die Raummitte lege und sage, das eine ist der Bereich einerseits und das andere ist der Bereich andererseits. Und wir kommen nicht drum rum, dass wir das beides bedienen müssen, das einerseits und das andererseits. Und einerseits ist es so, es gibt nicht den einen Mann, gibt keinen Dienenmann, der immer gleich ist. Es gibt auch nicht die Trauer, die immer gleich ist. Es gibt halt nur den Menschen, der jetzt zu mir kommt und mit seinem Prozess, da wo der gerade steht,
was da gerade los ist. Und trotzdem gibt es auch immer wieder gleiche Erfahrungen, dass ich nach einem Vortrag, dass Frauen zu mir kommen und sagen, bei meinem Mann, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas ist oder ob da wirklich was stattfindet an Trauer oder ob der redet da gar nicht drüber, der spricht da gar nicht drüber. Das ist sowas, was immer wieder kommt irgendwo. Und es ist, glaube ich, einerseits auch ein generationales Thema sehr stark, weil wir in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade sind, zu tun haben mit einer sehr jungen Generation, die Geschlechterfragen völlig anders anschaut, diskutiert und behandelt als die ältere Generation. Und das unter anderem macht das Thema auch nicht leichter. Also ne, es gibt da halt keine wirklich einfache Antwort, aber dennoch auch Erfahrungen, die immer sich wieder gleichen. Und beispielsweise eine Erfahrung, die ich im Buch benenne, die ich immer wieder mache, ist, dass wenn ich mit einem Mann zu tun habe in so einer Situation, dass wir doch ein bisschen mehr Schmierstoff brauchen, sozialen Schmierstoff, ein bisschen mehr Smalltalk brauchen, bis wir überhaupt mal beim Thema ankommen. Also ich glaube, das Thema ist Sicherheit. Also ich glaube, Männer brauchen, wenn sie sich öffnen wollen, viel Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit. Und das in einer Gesellschaft, in der das Männlichkeitsthema sowieso mit einer großen Unsicherheitsfrage verbunden ist. So, siehst du, jetzt ne, war eine einfache Frage und ich habe schon wieder ganz viel gesagt dazu. Ja, ich glaube, das ist wirklich nicht so leicht zu beantworten. Du hast gesagt, ne, es gibt nicht diesen DIN-Mann. Wir haben in Deutschland gerne die DIN-Normen für sämtliche Sachen, aber beim Mensch hört das dann einfach auf. Ne? Jeder Mensch ist individuell, jeder Mann ist individuell. Ja. Und fand ich interessant, dass du eben von Sicherheit gesprochen hast. Männer brauchen Sicherheit, um sich öffnen zu können, oder? So habe ich das genau verstanden. Ja. Also, dass da wird erstmal so ein paar Schichten abgetragen werden müssen oder ein Raum geschaffen werden darf, wo ein Mann sich dann sicher fühlt, sich zu öffnen. In einer Zeit, in der das Männerbild unsicher ist, wie meinst du das genau? Oder was ist da deine Wahrnehmung vom Männerbild in der aktuellen Zeit? Wenn ich einen Vortrag halte, sage ich immer gerne, stellt euch mal vor, ich wäre heute anders angezogen gekommen, als ich heute gekommen bin. Stellt euch mal vor, ich würde so Riemchenschüchen aus Samt tragen und ich würde eine Strumpfhose tragen. Und dann hätte ich hier so Pufferärmchen an hier oben, so diese und so Rüschen würde ich da haben und würde vielleicht eine Lockenperücke tragen. Und so komme ich jetzt zu euch mit meinen Riemchenschüchen aus Samt und Seide und mit meiner Lockenperücke und mit diesen ganzen Getue und und jetzt so stehe ich jetzt vor euch und sage jetzt, ich möchte euch was erzählen über Männlichkeit. Und es hat Zeiten gegeben in der Menschheitsgeschichte, in der dieses, heute sagt man ja Outfit, was ich gerade beschrieben habe, ein Zeichen war von männlicher Eloquenz, von männlichem Machtanspruch und von Männlichkeit per se. Das war so eine Zeit der Barock eher und Absolutismus, Ludwig der 14., Sonnenkönig und sowas alles. Da haben Männer einfach so ausgesehen, da sind die so rumgelaufen. Das heißt also, was Männlichkeit ist, was Männlichkeit nicht ist, war eigentlich immer schon ein gesellschaftliches Konstrukt. Das war immer schon man hat sich darauf verständigt, wie das ist als Gesellschaft. Und der große Unterschied zu heute ist einfach nur, dass früher gab es dieses eine Konstrukt. Und da haben sich alle darauf verständigen können und sagen können, okay, das ist jetzt für uns Männlichkeit. Und heute haben wir das eben nicht mehr. Heute leben wir in der Multi-Optionsgesellschaft. Wir leben in einer völlig individualistisch geprägten Gesellschaft. Und da gibt es eben nicht mehr das eine Konzept von Männlichkeit. Es gibt höchstens mein Konzept von Männlichkeit oder dein Konzept von Männlichkeit oder das Konzept von jedem Hörer oder Zuschauer von deinem Podcast von Männlichkeit. Das macht die Sache so kompliziert einerseits. Und auch wieder so spannend andererseits, ne, weil die Vielfalt natürlich so groß ist. Habe ich die Frage jetzt überhaupt beantwortet oder bin ich zu sehr abgebogen? Nee, ich finde, du hast da schon einige interessante Sachen gesagt. Ne? Dieses Konzept von Männlichkeit, dass er so historisch gewachsen ist oder es irgendwie immer bestimmte Rollenbilder gab, ne, wenn ich dich so richtig verstanden habe, die ja auch durch
ich sag mal, die Kleidung, Status, so das Gehabe repräsentiert wurde. Und ich dachte mir gerade so, okay, da, das hatte viel mit dem äußerlichen Mannsein zu tun, ne? Dass Männlichkeit definiert wurde, vielleicht mehr durch das, was du im Außen darstellst, wie du dich kleidest oder halt ja mit dem Anzug oder ja, bestimmte Uniformen oder Art und Weise, sich zu geben, zu sprechen, zu handeln, ne, tatkräftig zu sein, stark zu sein. Und ich in der aktuellen Zeit das Gefühl habe, also sowohl bei Mann als auch bei Frau, ist ja immer mehr auch darum geht, so diesen inneren Menschen auch zu betrachten. Ne? Also, dass er auch, oder wenn man zum Beispiel beim Thema Vater sein schaut, ne, wie sich jetzt die Rolle des Vaters wandelt oder gewandelt hat in der heutigen Zeit, ne, sind die Väter ja auch viel aktiver, als es vor Jahrzehnten oder der Generation meiner Großväter zum Beispiel war dann. Ne? Also dass ich mich frage, dass es oder ob das gerade auch so eine Übergangsphase ist, ne? So ein Paradigmenwechsel von einer Art und Weise, das Mannsein zu leben, zu interpretieren, sehr stark im Außen was darstellen zu wollen und es jetzt vielleicht gerade so ein Umbruch ist, wo Männer merken, okay, da gibt es vielleicht noch mehr. Also Männer und allgemein die Gesellschaft. Und dass das vielleicht auch erstmal Angst macht oder für Unsicherheiten sorgt, weil das vielleicht nicht so gelernt ist, ne? Also auch über Gefühle zu sprechen oder ja, mit Trauer umzugehen, was da so alles passiert, ne? Ohne direkt zu funktionieren. Ja, genau. Und wir sind immer in so einem Spannungsfeld bei dem Thema. Ne? Also es gibt immer das eine, das andere gleichzeitig. Also es gibt einerseits, ne, diese Erfahrung, dass wir uns heute sehr öffnen können und dass wir auf solche Themen drauf gucken können. Und dann andererseits diese Erfahrung, was ich sehr prägend fand, 24. Februar diesen Jahres, 2022, der Ukraine-Krieg geht los und am 25. Februar heißt es dann, Frauen und Kinder raus und alle Männer bleiben hier. Ne? Und du hast also, das hat sich jetzt inzwischen schon wieder ein bisschen verändert, das ist nicht mehr so ganz so strikt, wird das nicht mehr gesehen, aber du hast diese Ausnahmesituation und du gehst sofort, diese Falle schnappt wieder zu, sage ich mal, falls wir es eine Falle nennen wollen, weiß ich nicht, aber du bist sofort in so einem Stereotyp wieder drin. Und ne, das fand ich hochspannend, weil das berührt ja genau diese Themen und die Fragestellung, wo kommt das eigentlich her? Wo rührt das jetzt her? Warum wird Männern dann da gleich diese Beschützerrolle zugesprochen, die, glaube ich, vielleicht aus irgendwelchen Urzeiten herrühren könnte? Und wie prägend das immer noch ist, auch in einer modernen Gesellschaft wie unserer heutigen. Die ukrainische Gesellschaft mag vielleicht noch ein bisschen anders ticken als unsere, das kommt vielleicht auch dazu. Aber wie stark dieses Bild trotzdem noch da ist, das fand ich höchst bemerkenswert. Ne? Und das ist dieses einerseits, andererseits. Und wir haben immer mit beidem zu tun gerade. Wie erlebst du das dann in der Begleitung von Männern in der Trauer? Du hast eingangs gesagt, Sicherheit ist ein Thema, wenn dann dieser Raum geschaffen ist und sie sich öffnen. Welches Bild zeigt sich dann von Mann bei dir? Oh, das lässt sich gar nicht so leicht sagen. Das ist wirklich jedes Mal anders. Das ist jedes Mal anders. Da habe ich auch wirklich alles schon erlebt. Da habe ich auch schon junge Männer erlebt, die also wirklich die ich stoppen muss, weil sie sich sonst zu sehr öffnen, sage ich mal. Oder weil ich auch auf die Zeit gucken muss natürlich ein bisschen. Habe aber auch Männer erlebt, wo wir wirklich lange gucken müssen, wann geht der Vorhang mal einmal auf, sodass wir ganz kurz drauf gucken können und dann geht der Vorhang auch schnell wieder zu. Da gibt es wirklich alles. Da haben wir wirklich dann nur noch mit Menschlichkeit zu tun und mit dem Menschen, der da gerade vor uns ist. Und das ist das Spannende, weil je mehr wir über Männlichkeit sprechen und nachdenken, ne, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, desto mehr entgleitet einem das Thema und am Ende sind es doch alles wirklich nur Menschen, die da vor einem sind. Und wir müssen mal gucken, wie der Mensch in dieser Situation da ist. Aber beim Thema Trauer ist halt die familiäre Prägung schon noch ein ganz
maßgeblicher Faktor, der eine maßgebliche Rolle spielt. Und ich glaube, da kommen wir auch wieder zu dem Thema Ukraine. Da ist das Thema Kriegsnähe dann auch wieder ein Thema, was eine ganz große Rolle spielt. Kriegsnähe, also jetzt räumlich, aber auch zeitlich. Also ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich bin 1975er Baujahr und damit bin ich zeitlich gesehen noch eigentlich verdammt nah dran am Zweiten Weltkrieg. Und von den Prägungen, die mich sehr stark geprägt haben, ist da sehr viel noch drin von dieser Zeit und von den Traumata und von den Rollenbildern, die es damals gab. Und das hat mich fast 40 Jahre meines Lebens gekostet, nicht, aber ich habe fast 35, 40 Jahre gebraucht, um das zu verstehen und dahinter zu steigen und zu merken, dieses Thema Kriegsenkel ist mein Thema. Hätte ich anfangs anders eingeschätzt. Und das beeinflusst diese Frage sehr stark heutzutage. Also, wie hast du das dann für dich rausgefunden oder woran machst du das fest, oder dass sich das dann auch über die Generation oder Generationen danach auch noch zeigt oder so diese Kriegserfahrung? Ich glaube, es ist das Thema Vorbilder und die Frage, habe ich Vorbilder erleben dürfen, die über Hilflosigkeit haben sprechen können, die über innere Hilflosigkeit haben sprechen können, oder habe ich Vorbilder erleben dürfen, die das immer so weggeschoben haben? Ich zitiere da immer gerne Wolfgang Schmidbauer, der hat, das ist ja so ein Psychoanalytiker, ein sehr bekannter, der in der Zeit auch verschiedene Kolumnen hat. Der hat ein Buch geschrieben, Ein Land, drei Generationen, in dem er sich also genau diese Thematik anguckt. Und da hat er einen Begriff geprägt für diese Generation von Kriegsheimkehrern aus dem Zweiten Weltkrieg, die Männer, die dann aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen sind. Und er sagt, die waren meistens freudlose Riesen. Und das finde ich einen ganz maßgeblichen Begriff. Das sind nur zwei Worte, aber da ist so viel drin. Und wenn ich das als Vorbild erlebt habe, ich sage immer gerne, meine These, meine private persönliche These ist, je näher wir dran sind an Krieg als Gesellschaft, desto weniger können wir Trauer können. Weil wenn ich einen Trauerprozess anschauen möchte, brauche ich einen Graubereich, da brauche ich die Zwischenfragen. Und wenn ich im Krieg stecke, dann haben wir nur schwarz oder weiß, da haben wir nur ja oder nein, da gibt es keine Zwischentöne. Und dann geht das nicht, dann kann ich da nicht drauf gucken. Und wir haben 2, 3 Generationen gebraucht, um uns von diesen großen, großen Traumata zu entfernen und diesen Zwischenbereich erstmal auch ausloten zu können, den überhaupt entdecken zu können und festzustellen, dass der da ist. Und hoffe, dass das weiter möglich sein wird in unserer modernen Welt, so mit allem, was da gerade jetzt los ist. Ja, du sprachst von Vorbildern. Das heißt, dass es ja diese Unsicherheit auch bezüglich Mann sein oder ja auch jetzt im Umgang mit Trauer als Mann daher rührt, dass wir das nicht so wirklich gelernt haben oder bei unseren Vätern oder Großvätern gesehen haben, wie sie damit umgehen, beziehungsweise man hat vielleicht dadurch den Eindruck gewonnen, okay, ja, das ja, freudlose Riesen, hast du es genannt, das geht irgendwie so spurlos daran vorüber, an denen vorbei, beziehungsweise, naja, es drückt sich vielleicht dann anders aus, ne? Also, dass es jetzt nicht vielleicht ein Mann ist, der in Tränen ausbricht, aber vielleicht dann gewisse Aggressionen oder Wut als Ventil hat, um da irgendwie was Aufgestautetes oder Unverarbeitetes dann auszudrücken. Und dann kann sich ja bei dir dann auch so dieses Bild festsetzen, okay, boah, wenn ich das so erlebe und mir dann sage, ne, so will ich eigentlich nicht sein, also so diese Wut und Aggressivität nach außen zu tragen oder das als Art und Weise zu sehen, Gefühle auszudrücken, nee, dann lieber gar nicht ausdrücken oder ich mache das für mich im stillen Kämmerchen aus, ne, weil es ja dann vielleicht auch so dieses Schwarz-Weiß eher ist, also entweder total cholerisch oder irgendwie nach außen gehen oder in sich reinfressen, aber das dazwischen, das fehlt irgendwo. Oder wie würdest du das einschätzen? Genau, das in sich reinfressen kann ja auch aggressiv tendiert sein, ne? Also das ist dann ja auch,
gibt ja ein in sich reinfressen, das eine Aggression nach innen ist. Und genau, und beim Thema Trauer, glaube ich, ist das immer wieder doch noch was anderes dann, weil wir mit diesem großen Thema Tod zu tun haben und beim Thema Tod immer auch irgendwo selbst berührt sind, immer auch die Angst vor dem eigenen Tod immer mitschwingen kann. Da ist das Thema Urvertrauen, das berührt wird. Das ist die Frage, ist ein Stück von meinem Urvertrauen weggebrochen vielleicht auch durch diesen Prozess? Oder ist dieses Stück Urvertrauen vielleicht durch andere Prozesse vorher schon verloren gegangen und so? Und das sind dann nochmal Dinge, die auch da auch mit reinspielen können. Ne? Und auch da gibt es halt nicht die eine pauschale Strategie, nicht die eine pauschale Antwort und nicht das, wo man sagen kann, Männer machen das immer so und das wäre jetzt typisch männlich. Aber auch das, ne, auch da sind wir im einerseits jetzt und im andererseits gibt es dann doch immer wieder auch Fälle von Menschen, wo wir dann sehen, dass die in die Sucht gehen, dass die Alkohol nehmen vielleicht zur Kompensation oder anfangen sich zu überarbeiten, also wirklich richtig so in die Arbeit reingehen, weil das so ein Ort ist, wo die sagen, das hilft mir jetzt gerade am meisten und dann wird das irgendwie schnell exzessiv oder so oder Sport wird exzessiv und sowas alles. Und da gibt es auch wieder beide Faktoren. Was sind denn deiner Meinung nach Wege, um damit einen gesunden Umgang zu finden? Also wie können da erste Schritte sein? Also wenn es nicht diese Vorbilder gibt, Trauer als individueller Prozess auf menschlicher Ebene, sage ich mal, egal jetzt ob Mann oder Frau, was sind dann deiner Meinung nach Wege, da rauszukommen, also so diese Verarbeitung in der Trauer dann auch in gesunde Bahnen zu lenken? Ich stolper so ein bisschen über das Wort rauskommen, weil ich die Idee nicht mag, aus der Trauer rauszukommen, weil ich glaube, die Trauer ist ja der Weg, um den es dann geht. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was viele nicht so klar haben für sich. Dass, man versucht, glaube ich, das eher so wegzudrücken. Es ist unangenehm, ich möchte das nicht so gerne haben. Aber es ist ja das Gefühl, das vorher da gewesen ist, oder die Energie, sag ich, physikalisch gesehen, es ist eine Energie, die vorher da gewesen ist. Und wir können sagen, diese Energie ist, sagen wir mal, Liebe. Und jetzt hat sich die Situation gewandelt und die Energie hat sich gewandelt. Sie ist aber immer noch da in derselben Intensität. Und es ist halt einfach eine andere Form von Energie, aber die Intensität ist dieselbe und die bleibt. Und diese Prozesse sind, das glaube ich, kann man als eine der Grundregeln schon, glaube ich, stehen lassen. Diese Prozesse dauern in der Regel sehr viel länger, als man sich das jemals hat vorstellen können, bevor man in der Situation gewesen ist. Und es ist völlig okay, wenn Leute nach einem Jahr immer noch sehr schwer damit hadern, wenn sie nach 2 Jahren immer noch sehr schwer damit hadern und vielleicht noch länger damit zu tun haben werden. Und dann gesund, glaube ich, ist einfach, gesund wäre einfach, wenn es mir gelingen kann, das sein zu lassen, also im Sinne von, es darf da sein und meine Aufgabe darin sehe, zu gucken, wie kann ich das vielleicht aushalten. Das, glaube ich, kann ein gesunder Weg sein und halt im Hinterkopf zu haben, dass es nur meinen eigenen Weg durch diese Zeit gibt, durch diese Krise gibt und kein Patentrezept. Es gibt keine Phasen, die immer sich lange gehalten haben, noch als Mythos und so, sondern nur mein Weg und mein Weg ist jeden Tag anders. Ja, also der Weg oder ja, Trauer als Weg, also ich bin da auch bei dir. Ich glaube, was ich eben meinte mit diesem Rauskommen, war so ein bisschen bezogen auf die Situation, wie du es beschrieben hast, ne, mit der Männer und das Thema Vorbilder und wir haben da vielleicht nicht diese oder diese Generation erlebt, die da für sich ein
einen Weg gefunden haben, so wie sich das jetzt heute immer mehr Bahn bricht. Und ja, ich glaube, dass das, was du eben beschrieben hast, der auch jetzt nicht auf Geschlechterebene ja, sich bewegt. Ne? Dieser Umgang mit Trauer ist individuell. Diese Energie, das fand ich spannend, was du eben beschrieben hast, ne? Dass es eine Energie ist, die sich transformiert dann auch, ne? Oder so dieses Gefühl, was dahinter steckt. Und es irgendwo darum geht, damit dann auch weiter zu leben und das zu integrieren als ein Teil von sich selber, oder? Ja, exakt. Das ist ja, da gibt es ja ein wunderbares Trauermodell von dem Trauerforscher William Worden, der gesagt hat, am Ende ist das die letzte Aufgabe, die wir in der Trauer haben. Also Worden sagt, ja, die Trauer stellt uns in Wahrheit vor Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Und das finde ich ein sehr schönes Trauermodell, weil das den Fokus umdreht, weil Trauer ist nichts, was sich an uns abarbeitet, wo wir passiv irgendwie etwas erdulden müssen, sondern es ist ein Katalog von Aufgaben, Lebensaufgaben, die sich uns stellt und wo wir gucken müssen, wie schaffe ich das tatsächlich. Und die Integration dieses Prozesses letztlich in mein Leben, dass ich wirklich sagen kann, ja, das ist jetzt, mein Leben wäre nicht mein Leben, wenn diese Facette nicht da drin wäre. Das ist die letzte, die finale Aufgabe, um die es geht. Wobei das klingt alles so groß und das klingt so final und das ist beides nicht der Fall. Also es ist weder ist es so groß, weil es meistens ein Prozess ist, der sich einfach ergibt. Habe ich ganz oft erlebt, dass einfach irgendwann ist es dann wirklich so. Und zum Zweiten ist es aber auch nie abgeschlossen damit. Ne? Es ist, auch das sind Kräfte und Dinge, die weiter in uns wirken und die weiter vorhanden bleiben. Auch wenn sie sich abschwächen und wenn sie sich wandeln können. Aber das braucht eben vor allen Dingen Zeit. Ja, da gibt es ja das Wort von die Zeit heilt alle Wunden. Das mag ich nicht so gerne. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber die Zeit hilft schon beim Vernarben von Wunden. Das stimmt schon. Aber die Narbe bleibt eben auch da. Und ist eine weitere Facette, also was du eben beschrieben hast. Ne? Also diese Trauer oder den Verlust auch als eine weitere Facette der eigenen Persönlichkeit oder des eigenen Lebenswegs zu sehen. Und mit diesen Aufgaben habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, also dieses Trauermodell, dass die Trauer uns vor Aufgaben stellt. Also ich sehe das eigentlich auch so, wenn ich auf die Trauer schaue oder auf Verlusterfahrungen, Veränderungen, dass da schon ja eine Aufgabe dann dahinter steckt, wenn man das mal so benennen möchte, oder es eine Facette nochmal in uns zum Vorschein bringt, die wir davor vielleicht nicht so von uns kannten und wir uns dann vielleicht mal fragen, okay, ja, hat es das jetzt gebraucht, damit ich irgendwie so diesen Zugang irgendwie zu mir habe oder da diese neue Facette entdecke? Mhm. Und ja, es ist einfach dann ein Weg, der sich dann entlang des Lebens erschließt, wie sich das Ganze dann weiter gestaltet. Ne? Also, ja, und auch wie wir Verletzlichkeit oder diese Wunde dann auch betrachten oder integrieren und auch Verletzlichkeit zulassen. Wie erlebst du das denn oder so aus deiner Erfahrung heraus? Fällt es Menschen leicht, diese verletzliche Seite dann auch als einen Teil von sich anzuerkennen? Oder wie gelingt es, das auch als einen Teil von sich anzuerkennen, ohne das jetzt als eine Schwäche abzutun? Weil du kannst ja auf eine Wunde oder eine Narbe schauen, sondern nach dem Motto, so igitt, bloß nicht, ich kaschieren und wegmachen. Mhm. Oder du kannst sagen, so hey, guck mal, so
so ein tolles Mark. Ich denke mal so ein Harry Potter, so diese Narbe auf der Stirn irgendwie so. Das macht dich noch einzigartiger. So, ne? Also wie erlebst du das dann, diesen Umgang mit Verletzlichkeit, also diese Berührungsängste auf der einen Seite davon und zum anderen, aber auch diese zusätzliche Facette dann auch in deinem Leben? Ich glaube, da können wir wieder das Geschlechtlichkeitsthema dann tatsächlich wieder mit ins Spiel bringen, weil aller Moderne, bei allen Prozessen, in denen wir gesellschaftlich stecken, ist dieses Thema Verletzlichkeit immer noch eines, bei dem sich auch junge Männer nach wie vor sehr schwer tun. Also zu entdecken, dass das auch da ist, weiß ich. Also es gibt einen wunderbaren Satz von einem Soziologen, der heißt Walter Holstein, der hat gesagt, Männer wurden ja lange Zeit als Wesen ohne Probleme wahrgenommen. Und das war, glaube ich, tatsächlich so. Und das ist natürlich schon Quatsch, aber dieses Thema Verletzlichkeit hat für mich diese zwei Ebenen. Also die erste Ebene ist einfach festzustellen, ich habe das ja tatsächlich und ich kann es dann auch zulassen. Und das fällt vielen Menschen schon noch schwer, weil wir natürlich auch mit Prozessen zu tun haben, in denen die Betroffenheit so groß sein kann und die Bedürftigkeit auch so groß sein kann, sodass dann und dann noch die Verletzlichkeit dazu kommt, sodass da ganz viele Facetten sich vermischen und das wird zu so einer, wie das ja oft so ist, zu so einer ganz undurchschaubaren Soße. Und das Einzige, was ich wahrnehme, ist, dass das mich quasi überrinnt, wenn wir jetzt mal in dem Bild bleiben wollen, und dass das sowas Klebriges ist, was mich runterzieht gerade oder runterdrückt. Und dann genau zu gucken, so, was ist das jetzt eigentlich da wirklich da, was da an mir wirkt und wo kommt das her und so. Das ist dann der Prozess, um den es geht. Und ich glaube, dass die meisten Menschen in so einem Trauerprozess beim Thema Verletzlichkeit, das bedingt sich meistens einfach von selbst, dass sie merken, ja, das ist halt so, das ist da. Und dann kommen die anderen Sachen noch mit dazu. Aber Männer tun sich damit schwerer als Frauen. Das erlebe ich immer wieder. Und das ist dann auch bei den, auch in der jüngeren Generation schon oft so. Ja, weil ich glaube, dass, wenn ich da jetzt auf meine eigene Geschichte zurückblicke oder so, meine Entwicklung als junger Erwachsener, Jugendlicher und jetzt als Mann, sag ich mal, jetzt in wie sich, also ich meine, ich habe ja nach dem Tod meines Vaters so diese emotionale Seite sehr lange auch irgendwie weggeschoben. Dann, ne, so in der Jugend mehr in dieses Funktionieren gegangen, ne, leisten, machen, tun. Da hat sich diese. Fragen, wie alt du warst, als dein Vater gestorben ist? Ich war 13, ja. 13, okay. 13, ja. Und ich meine, das ist ja gerade auch so diese Zeit, wo du als Junge in der Pubertät irgendwie auch irgendwie so dich ausprobieren möchtest, ne? Irgendwie so Spaß haben, irgendwo vielleicht auch so mal Grenzen austesten. Ja. Und aber irgendwo ging es ja dann mehr so ums Funktionieren und vielleicht auch Verantwortung übernehmen. Ja. Und auch ja sehr stark so dieses Leisten und Machen und Tun. Und erst jetzt so in den letzten Jahren kam auch diese weiche Seite oder diese verletzliche Seite ein bisschen mehr zum Vorschein. Und das macht dann am Anfang schon erstmal so ein bisschen Angst oder das Respekt vor, das auch so zuzulassen, ne? Oder zu überlegen, wie zeige ich das? Wem zeige ich das? Ne? Dieser sichere Raum, von dem du gesprochen hast. Ne? Also ich glaube, so nehme ich das auch wahr. Da war das für mich, die Gespräche mit meiner Frau, einfach sehr, sehr angenehm, da so einen geschützten Raum zu haben, einen Partner, eine Partnerin, wo man sich öffnen kann. Ja, ne? Das ist gut. Und deswegen finde ich das auch spannend, dass wir ja auch, ob Mann oder Frau, sowohl männliche und weibliche Anteile in uns haben. Und ich hatte so dieses Gefühl, gerade so durch diese Beziehung mit ihr wurden da diese
emotionalen Anteile auch angetriggert. Ne? Sie ist ein sehr emotionaler Mensch, ein sehr feinfühliger Mensch, wo direkt über etwas gesprochen wird, was mal nicht so gut läuft oder wenn irgendwie man merkt, da ist ein Gefühl, eine Emotionalität da, dann wird das nicht irgendwie weggedrängt, sondern das ist jetzt da und wir reden jetzt drüber, ne? Mhm. Und das ist ja ein Konzept oder so, das war mir bis dahin eher fremd, ne? Weil es darum ging, ja okay, man schiebt das mal zur Seite oder man spricht halt nicht drüber, so, ne? Und da auch so diese weibliche Seite oder diese passive Seite, diese hingebungsvolle Seite zuzulassen, habe ich als eine große Bereicherung empfunden, weil es dieses Spektrum erweitert, ne, so von diesem freudlosen Riesen, weil ich glaube, wenn du dich von diesen unangenehmen Gefühlen verschließt, ne, oder vor dieser Verletzlichkeit, vor ja, dem Teil, den du eigentlich versuchst, da wegzusperren, dann verschließt du dich eben auch vor der Freude, ne? Also ich erlebe das so, dass es viel eine intensivere Emotionalität ist in beide Richtungen, ne? Also wenn du einmal da an dem Punkt warst und gemerkt hast, okay, wie scheiße sich Dinge anfühlen können, ja, dass du dann ganz anders auch diese Glanzmomente, die Euphorie, die Begeisterung wertschätzen kannst. Also das kriegt nochmal eine ganz andere Intensität und ein ganz anderes Gespür so für diese männlichen und weiblichen Anteile in uns. Und die Frage ist, na, wie gelingt es da, diese Balance zu finden? Zwischen den männlichen und den weiblichen Anteilen in uns. Ja. Allgemein, jetzt gar nicht mal beim Thema Trauer, sondern ganz allgemein. Ja, also auch jetzt vielleicht in Bezug auf diese Verletzlichkeit als Teil der Trauer, ne, wenn ich das jetzt so als einen weichen Teil betrachte und aber ne, da diese Schaffenskraft, das Starke, Starksein, handlungsfähig zu sein, was ja auch in der Trauer vielleicht so zwei gegensätzliche Pole sind, auf der einen Seite diese Ohnmacht und Überforderung und Hilflosigkeit, auf der anderen Seite musst du aber trotzdem irgendwie funktionieren, überleben auch dann, ne? Oder Entscheidungen treffen. Ja. Und da bist du in einer Ausnahmesituation wahrscheinlich mehr als anders, wo ja sehr stark in diesem Spannungsfeld. Genau, und das Spannende ist an dem Thema, ich mache das gerne, ich bin oft mit Hospizgruppen zu dem Thema zusammen und wir reden dann über Männlichkeit und männliche Trauer und sowas alles. Und da mache ich gerne eine Übung, wo ich einfach mal die Leute auch Männlichkeitsbilder entwickeln lasse. Also in kleinen Gruppen gehen wir dann rein und dann sage ich jetzt, entwickelt doch mal einfach so Mann, der, was würde das für euch bedeuten? Und das ist hochspannend, weil wir dann immer wieder feststellen, entweder hast du sehr viel Stereotyp oder du kommst in eine Diskussion rein, wo du dich fragst, was ist denn überhaupt wirklich klassisch männlich und was ist überhaupt klassisch weiblich? Und je tiefer du in die Diskussion einsteigst, desto unklarer wird das auch. Ne? Also du warst jetzt ja unterwegs auf der Ebene Emotionalität und hingebungsvoll sein ist für mich was eher Weibliches. So, könnte man darüber reden, ist das wirklich so? Ne? Oder gibt es da vielleicht auch andere Konzepte? Und das ist hochspannend, das ist hochspannend und je näher man da drauf guckt, desto mehr glitscht das so einem weg eigentlich. Und das ist auch so eine Frage, was ist klassisch männlich? Für mich, glaube ich, ist die Frage, die dabei eine Rolle spielt. Was würde das für mich bedeuten? Und welches Konzept für mich würde da eine Rolle spielen? Und dann zu gucken, wie kriege ich das für mich in eine Balance, was ich da in mir finde. Und das könnte ja auch so, das sind schon spannende Prozesse, aber da entfernen wir uns ein bisschen vom Thema Trauer. Deswegen kann ich da nicht so wirklich was Verlässliches dazu sagen. Aber diese Definitionsfrage, die ist für mich immer ganz maßgeblich dabei, einfach zu gucken, was ist denn eigentlich wirklich männlich? Und auch da gibt es halt leider nicht die eine Antwort. Hm.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht dann so das Unbefriedigende daran, weil wir so darauf gepolt sind, vielleicht irgendwo eine Antwort zu finden oder ein Konzept parat zu haben, eine Vorstellung von etwas. Und wenn es das nicht direkt gibt, dann, also der Kopf nicht direkt da was greifbar hat, dann ist es so ein bisschen schwammig und man versucht sich da irgendwo zurechtzufinden, was aber auch eine Chance ist, weil gerade so in diesem schwammigen Raum, sag ich mal, besteht ja auch die Möglichkeit, auch den eigenen Weg wieder zu finden, oder? Genau, Also wenn genau. du dich frei machst von Konzepten, von bestimmten Vorstellungen, dann eröffnet es ja vielleicht den Raum für das, was gerade für dich individuell dann stimmt. Und dann geht es ja vielleicht genau darum, diesen Weg dann auch zu erkunden und das Vertrauen darin zu entwickeln, dass es für dich der richtige Weg dann ist. Genau, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Sehnsucht nach Klarheit, auch was Rollenbilder angeht, eine Sehnsucht nach Klarheit. Es gibt eine gesellschaftliche Sehnsucht danach und die erleben wir dann ja auch. Also, ne, wenn man mal guckt, was sich dann so teilweise tut, mehr so im, sagen wir mal, im rechtsextremen Milieu und sowas alles, das ist schon auch eine Sehnsuchtsfrage nach klaren Rollenverständnissen, die es heute einfach nicht mehr gibt. Und dass das unbefriedigend ist, dass viele Menschen das als unbefriedigend erleben, das kann ich in der Grundmotivation schon verstehen, vielleicht nicht in der Ausprägung, aber in der Grundmotivation kann ich das nachvollziehen und verstehe auch, wo das dann herkommt und so. Und da sind wir auch wieder bei diesem einerseits, andererseits. Und finde es aber wieder andererseits auch so schön zu sehen, wie viel sich da gerade tut, was das angeht. Also wenn wir halt mal gucken, in der jüngeren Generation gibt es ja doch zunehmend Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich definieren wollen, sondern die sagen, ich lehne diese Konzepte auch ab. Und versuche mich irgendwie in einen Mittelpol dazwischen zu finden und so. Und das finde ich hochspannend, das finde ich hochinteressant. Und solange das nicht als das eine Dogma, das jetzt zu gelten hat, ausgerufen wird, kann ich da auch gut mitgehen, kann mir das auch gerne angucken und finde das bemerkenswert, wie Leute da ihre Wege finden. Und das genau das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch noch zu tun mit Generationen, die wirklich noch ganz anders geprägt sind und wo auch Männerbilder und Geschlechtlichkeitskonzepte noch ganz anders funktionieren. So, und da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie einen guten Mittelweg für uns finden, für uns selber als Gesellschaft. Aber ich finde die Idee schon schön zu gucken, wie kriege ich meine Anteile in mir selber in Balance. Also nenn es jetzt mal männlich oder weiblich oder gib dem anderen Namen, aber das finde ich einen spannenden Ansatz für, also sagen wir mal, was meine Persönlichkeitsentwicklung angeht auch. Zu gucken, was habe ich da alles? Und lebe ich vielleicht mehr so einen Pol ohne den anderen, vernachlässige ich den anderen dann zu sehr? Ja, ich glaube, männlich-weiblich ist ja ein Name, eine Begrifflichkeit für das Phänomen der Dualität oder der unterschiedlichen Pole, oder zwischen denen wir uns bewegen. Und ich glaube, dass das gerade, ne, für die eigene Persönlichkeitsentwicklung sehr wertvoll ist, sich selbst in diesem Spannungsfeld zwischen den Polen auch annehmen zu können. Ne? Also, dass ich so ein sowohl als auch Bewusstsein vielleicht auch entwickle. Ne? Also ich Genau, genau, kann der ja. Starke sein, aber genauso kann ich irgendwie heulend auf dem Sofa sitzen, wenn ich irgendwie einen schnulzigen Film sehe. So, ne? Ja, Also oder ohne schnulzigen Film, aber genau, ja, ja, genau. genau. Ja, also ich finde, das ist schon so ein Selbstannahme-Thema dann auch, ne? Also auch in der Trauer erlebe ich das dann auch in Gesprächen, diese ja, Frustration, jetzt so diesem Ohnmachtsthema oder Hilflosigkeit, diese Hilflosigkeit ausgesetzt, sich zu fühlen und zu merken, so hey, boah, ich erkenne mich gar nicht mehr wieder. Gerade vielleicht, wenn man eher so
bisher gepolt war, zu sagen, ja, ich muss aktiv sein oder so, boah, wenn ich auf der Couch liege oder so, dann kriege ich ein schlechtes Gewissen, dann habe ich ja nichts von nichts geschafft. So dann, ne? Und wenn du es gewohnt bist, auch mehr Dinge kontrollieren zu wollen, dann ist dieser Gegenpol des Kontrollverlusts natürlich eine sehr, sehr starke Erfahrung, wo du ja vielleicht erstmal keine Vorstellung, kein Konzept hast, ne? Irgendwie passt nicht irgendwie so rein in dein Weltbild oder auch in deine Persönlichkeitsstruktur. Und dann aber zu merken, okay, hey, ja, dieser Pol hat auch irgendwo seine Berechtigung, er ist irgendwo da, ne? Also das ist gerade Teil der Realität. Und wie kann ich das jetzt wieder integrieren? Also immer wieder bei diesen Facetten, diesen Puzzleteilen, die dann zusammenkommen in der Trauer, dass du durch die Trauer ja, dass das Spektrum erweiterst, ne, zwischen diesen Polen, ne, nennen wir sie männlich, weiblich, schwarz-weiß, wie auch immer so, dass dieser Bereich dazwischen auch noch mehr Facetten kriegt und du dann wieder, ne, dann sind wir wieder bei der Integration in das Leben, in den weiteren Weg, lernst, das als ein Teil von dir anzunehmen und diese Energie, von der du gesprochen hast, ne, am Anfang, die da ist, die sich transformiert und dann in unterschiedlichen Facetten widerspiegelt, ja. Genau. Weit ausgeholt, ja. Ja, genau, ja, ich muss auch noch mal ein bisschen hinterherkommen jetzt gerade erstmal. Ja, aber es ist, also was gerade in mir wach wird, ist, was du am Anfang mal gesagt hast, und das stimmt schon, dass es ist das Thema Lebendigkeit wieder, ne, und Freude und sowas alles. Und das stelle ich immer wieder fest, das finde ich aber auch sehr schön, dadurch, dass ich viel mit Hospizgruppen zu tun habe und viel in dem Kontext unterwegs bin, es wird tatsächlich selten so viel gelacht und es ist tatsächlich selten so fröhlich wie in diesem Kontext. Ne, also gerade bei den Menschen, die doch sehr stark mit der anderen Seite des Lebens zu tun haben, die können sehr stark drin sein in der Lebendigkeit des Lebens, wenn sie sich anbietet. Das zu erleben, finde ich immer wieder schön. Und da haben wir auch wieder diese Polarität, ne? Und aber auch wieder etwas, wo es dann am Ende rund wird dann dadurch. Das wurde gerade noch irgendwie in mir wach, so als zusätzlicher Aspekt dazu noch. Ja. Ja, inwiefern hat die Arbeit in diesem Themenbereich rund um das Thema Trauer, Tod, Sterben, auch neue Facetten in dein Leben gebracht? Also wie würdest du das bei dir beschreiben, dass sich da dein Blick auf das Leben oder deine Persönlichkeit gewandelt hat, dadurch, dass du dich mit diesen Themen auseinandersetzt? Ja, sehr stark, sehr stark. Ich habe, also mit jedem Menschen, den ich begleite, lerne ich wieder was Neues dazu, stelle ich immer wieder fest. Und das ist sehr schön, das erleben zu dürfen. Und für mich hat das ganz viele neue Facetten in mein Leben gebracht, das Thema. Also als ich angefangen habe mit meiner Qualifizierung, hatte ich mir vorgestellt, dass eine Trauerbegleitung doch eher ein beratender Prozess sein würde, also eher ein therapeutischer Prozess sein würde. Und davon musste ich mich sehr schnell verabschieden und von diesem Gedanken. Und dann festzustellen, dass es tatsächlich wirklich ein rein begleitender Prozess ist. Also wo du ja vielleicht mal einen Impuls geben kannst, aber ansonsten eher einfach auch guckst, dass du zuhören kannst und dass du hinhören kannst, was der Mensch dir erzählt und so. Das alleine war sehr, sehr lehrreich für ganz, ganz viele Prozesse. Und mit jedem Vortrag, den ich halte, mit jeder Gruppe, die ich begleite, kommen immer neue Facetten dazu und immer neue Aspekte dazu. Und das ist sehr, sehr schön. Das trägt so ein bisschen das ist so ein bisschen auch so meine Lebensphilosophie. Ich glaube, wir lernen nie ganz aus. Wir können immer dazu lernen. Es gibt immer was Neues zu entdecken, immer was Neues wieder zu begreifen. Das ist ganz wunderbar. Und das, ja, wie Hesse in seinem Stufengedicht das ja auch beschreibt, das endet dann ganz am Ende. Endet auch das nicht. Ne? Auch dieser letzte Schritt, den wir da gehen werden, wird ein großer Lernprozess wieder sein.
Und das ist bereichernd, ja. Ja, wenn du denkst, du hast geschafft oder die nächste Stufe erreicht, dann eröffnet sich die nächste Tür zur nächsten Stufe irgendwo immer so, ne? Also das ist ja kontinuierlich ein Wachstumsprozess ist, ne, auf unterschiedlichen Ebenen, so mit jeder, ja, mit jedem Meter, den du gehst dann auf diesem Weg, mit jeder Begegnung, ne, auch in der Begleitung, mit jedem Vortrag, ne, so aus so Gesprächen, jetzt wie heute auch mit dir, kommen dann auch wieder so Impulse hoch oder Ideen, Facetten, ne, die dann einfach dazukommen, wieder zu dem Spektrum. Du hast gesagt, ja, du lernst da gerne auch dazu, bildest dich da auch weiter. Du hast ja auch ein weiteres Buch geschrieben, das sich mit dem Thema Trauer auch am Arbeitsplatz beschäftigt. Mhm. Wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, ja, Trauer ist nicht nur Trauer um den Verlust oder ich sag mal Trauer im Kontext von Tod und Sterben, sondern es gibt da sehr viel zu betrauern, ja, im Leben. Und Trauer am Arbeitsplatz, wie bist du denn dazu gekommen und warum glaubst du, ist das ein wichtiges Thema? Das ist schon rein generational ein wichtiges Thema, weil wir zu tun haben werden mit Menschen, die viel länger werden arbeiten müssen. Also das haben wir ja heute gerade wieder, war die Diskussion ja wieder Rente mit 67 und sowas alles und so. Da, um das Thema kommen wir gar nicht drum rum eines Tages, weil die Boomer-Generation langsam aufhören und damit auch gar nicht mehr so viele Menschen eigentlich im Arbeitsprozess sind. Und diese Menschen, die dann im Arbeitsprozess sind, werden älter sein, wenn sie werden länger arbeiten, werden dann älter sein und werden damit auch zwangsläufig mehr mit diesen ganzen Themen, was Gebrechlichkeit angeht und was Eltern, die ich zu pflegen habe, angeht und was eben auch das Ende des Lebens angeht, zu tun haben. Also dieses Thema kommt auf die Unternehmen in einer sehr geballten Form zu, in wenigen Jahren. Das haben, glaube ich, viele Unternehmen gar nicht so klar und scheuen auch noch ein bisschen davor zurück. Und ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, zu gucken, gerade in Zeiten wie diesen, wo es darum geht, wie kann ich Mitarbeiter halten, wie kann ich Mitarbeiter auch umfassender wahrnehmen, als ich es bisher getan habe, dieses Thema mit in den Blick zu nehmen, das Thema Endlichkeit in den Blick zu nehmen, das Thema, wie kann ich als Unternehmen Menschen unterstützen, wenn sie mit diesen Krisen zu tun haben. Da gibt es sehr viele, sehr gute Möglichkeiten, wie man das tun kann. Man muss es einfach nur sich mal trauen, da mal hinzugucken. Und das erlebe ich ganz oft, dass das Verständnis dafür noch nicht ganz da ist. Was kommt dann zum Beispiel als Reaktion oder wie äußert sich dann dieses Unverständnis, sage ich mal? Also so, ne, was brauchen wir nicht, ist nicht relevant genau so. Oder so. Genau so, ist noch nicht relevant oder ja, können wir dann ja mal, wird sicherlich mal irgendwann Thema werden und dann werden wir uns das angucken oder bei uns ist bisher noch keiner gestorben oder sowas. Das gibt es alles. Und, aber ich sag mal, je mehr Menschen in einem Unternehmen arbeiten, desto stärker steht der Tod auch fast jeden Tag vor der Tür. Und da, ja, das ist ein menschliches Thema. Also ist es auch ein Unternehmensthema. Ja, es gehört zum Leben dazu. Wir verbringen sehr viel Zeit mit der Arbeit, ne? Und dieses Thema Funktionieren in der Trauer ist ja auch so, ja, wieder so ein Spannungsfeld, ne? Diese Trauer, diese, ja, ich sag mal, Zeit für sich zu haben, um das Ganze zu verarbeiten, aber gleichzeitig irgendwo diesen Alltag da draußen auch zu haben, den du bewältigen darfst. Und ja, für manche ist es ja dann vielleicht auch eine Flucht in die Arbeit, sag ich mal, ne, um sich jetzt nicht dieser Trauer zu stellen. Ja. Und du nimmst das ja auch mit in deinen Alltag und die Arbeit ist nun mal ein, ich sag mal, für die arbeitende Bevölkerung ein großer
Teil dieses Alltags dann, ne? Du nimmst dich ja auch mit, also so oder so, auch wenn du jetzt nicht einen Verlust zu betrauern hast, haben wir ja unterschiedliche Stimmungen, mit denen wir auch zur Arbeit gehen, ne? Also je nachdem, was ja so passiert im Alltag, ist ja nicht jeder Tag gleich, auch wenn wir am liebsten jeden Tag gleich produktiv wären, sieht die Realität ja einfach anders aus dann. Ja. Ne? Und ich finde das spannend, auch gerade vor dem Hintergrund der Diskussion mit so flexiblen Arbeitszeiten, oder was ich so mitbekomme, auch 4-Tage-Woche und so weiter. Also dass es ja immer mehr darum geht, jetzt wegzukommen von diesem, sag ich mal, klassisch 9-to-5 oder du hast irgendwie deine Zeit abzusitzen, sondern darum dann zu arbeiten, wenn, wenn du magst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, so, ne? Aber so ein bisschen, also diese Flexibilität zu haben, ne? Und da frage ich mich, ob das eben auch eine Chance ist, dann auch mehr Raum der Trauer zu geben oder diesen Gefühlen, die wir nicht so gerne haben möchten und dann lieber wegdrücken, weil wir denken, okay, wir müssen ja funktionieren. Und dadurch, dass sich jetzt so, ich sag mal, das ganze System ein bisschen wandelt, erlaubt es vielleicht auch mehr, so das auch zuzulassen, wenn man selber natürlich auch bereit dazu ist. Dann ist ja wieder die Frage, ist es das System, was irgendwie die Trauernden daran hindert, sag ich mal, sich den Raum zu geben? Oder ist das immer die Entscheidung des Individuums, zu sagen, okay, ich möchte mir den Raum nehmen, ich erlaube mir den Raum für die Trauer? Was ist da deine Einschätzung? Ich glaube, wir müssen wirklich immer auf den einzelnen Menschen gucken und drauf gucken, wie geht es dem jetzt gerade und was hat der gerade für Themen und auch wo sitzt der gerade? Ne? Also wenn wir jetzt das Thema Arbeitswelt nochmal wieder mit reinbringen, du hast gerade genau das Spannungsfeld genau aufgezeigt. Es gibt Menschen, denen tut es gerade gut, wenn sie in die Arbeit gehen können, weil sie da das Gefühl haben, dass da eben kein Raum haben kann. Und das ist gerade das, was sie da wollen. Und es gibt Menschen, die das darunter leiden, dass das in der Arbeit keinen Raum haben kann. Und dann gibt es noch die andere Ebene, dass wir Prozesse haben, die uns beeinflussen können einfach. Also wenn ich in einer Trauersituation bin, kann es passieren, muss nicht passieren, aber kann es passieren, dass ich auch Konzentrationsschwierigkeiten kriege. Und dann ist halt die Frage, was für einen Job habe ich da? Also ich sage immer gerne, mein Lieblingsbeispiel ist, es kann eine schlechte Idee sein, jemanden, der gerade eine schwierige Trauersituation zu durchleben hat, auch wenn er das gerne möchte, an die Kommandozentrale oder die Steuereinheit eines Atomkraftwerks zu stellen. Weil da muss ich halt drauf gucken, wie sehr ist der jetzt gerade tatsächlich betroffen davon und so. Und das sind so diese verschiedenen Facetten, die eine Rolle spielen. Aber ganz wichtig, glaube ich, ist einfach grundlegend zu gucken, dieser eine Mensch, wo steht der gerade? Und was beschäftigt den gerade? Und es kann auch andererseits auch, dass dieses Thema, ich gehe in die Arbeit, weil da meine Trauer keinen Raum hat, muss ja auch nicht gut sein. Ne? Wir wissen ja aus Unternehmensbeobachtungen, dass dieser Präsentismus, also dieses reine Dasein am Arbeitsplatz, auch gerne länger da sein und sowas alles nicht unbedingt zu mehr Effektivität und mehr Effizienz führt, sondern eher im Gegenteil. Und da einfach ein Bewusstsein dafür zu haben, dass es da Prozesse geben kann, die sich vielleicht aus diesem Kontext steuern, die aber mein Tun als Unternehmen eben beeinflussen können. Ich glaube, darum geht es einfach erstmal. Ja, zu sensibilisieren, ne? Also was das eben auch für Konsequenzen dann auch haben kann, ne? Und einfach dazu zu sensibilisieren, das Thema auch auf dem Schirm zu haben, sage ich mal. Ja. Genau. Und es sind immer wenige Sachen, mit denen man viel erreichen kann in dem Kontext. Also manchmal reicht es ja einfach schon, wenn jemand, sagen wir mal, auf der Arbeit gestorben ist und ich lege da ein kleines Kondolenzbuch hin, sodass Leute sich eintragen können.
so dass ich einen Kanal finden kann für die Betroffenheit von Menschen und sowas alles. Das ist schnell gemacht, das kostet nicht die Welt, aber es bewirkt ganz viel. Und da gibt es verschiedene Methoden, verschiedene Strategien, wie man, es muss, dieses Thema ist scheinbar so groß, aber das muss es gar nicht sein. Es muss nicht immer so ein großes Ding sein. Wir können da auch wenig machen und trotzdem schon was hinkriegen, was gut ist. Ja, das finde ich einen guten Punkt, den du nochmal angesprochen hast. Es muss jetzt nichts Großes sein. Es können kleine Gesten sein, die einfach zeigen, okay, es gehört dazu. Ne? Also wir bieten da einen Raum, auch darüber zu sprechen oder dem Ganzen eine Ausdrucksform zu geben, wie auch immer das dann auch gestaltet ist. Aber wegzukommen von diesem, ja, wir tun so, als ist nichts passiert, hin zu diesem, ja, sich öffnen auch dafür, für dieses Thema. Ne? Und ich sag mal, als Arbeitgeber, als Unternehmen, oder sag mal, von den Unternehmen kann es ja dann auch wieder Kreise ziehen, wieder ins private Umfeld, ne? Wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen merken, da ist eine gewisse Offenheit, auch ich sag mal, innerhalb meines Unternehmens, tragen sie dann vielleicht auch in die Familien nach Hause, in die Beziehungen nach Hause wieder mit. Und so zieht das dann seine Kreise. Ja, genau, Idealfall, ja. Genau. Sage ich mal, ja. Kurzer Einwurf, du wirst bei mir auf Offline angezeigt. Also ich höre dich, ich sehe dich, aber ich sehe nicht hier diese... Oh. Diese Ausschläge, die ich normal sehe von deiner Tonspur, wenn sie da durchläuft. Also ich muss mal im Nachgang schauen. Ich hoffe, dass die letzten 5 Minuten auch irgendwo drin sind, aber... Ach je, okay. Also ich weiß nicht, bei dir wird... Also bei dir habe ich die Tonspur, aber ich habe bei mir zumindest einen grünen Haken. Ja. Oh je. Ich weiß nicht. also es ist jetzt, glaube ich, so in den letzten 5 Minuten hier sehe ich diese Anzeige. Mich wundert es, weil ich höre dich, sehe dich einwandfrei. Ich sehe auch den grünen Haken daneben. Aber normal läuft da immer so diese Tonspur durch und du siehst so von demjenigen, der redet, gerade die Ausschläge. Aber ja, wir hoffen mal, bleibt alles drin. Mensch. Ja, okay. Ja, sonst müssen wir nochmal wiederholen, das Ganze. Ja, ich glaube, wir haben heute schon einige Themen abgegrast, bisher im heutigen Gespräch. Ich weiß nicht, gibt es von deiner Seite aus, Thomas, noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du noch ergänzen möchtest, anknüpfend an das, was wir bisher besprochen haben? Höchstens, dass ich immer wieder nur betonen kann und deswegen bin ich auch so dankbar für das, was du da machst, für diesen Podcast und für die Aufnahme, die wir heute gemacht haben, dass wir einfach ein Bewusstsein schaffen müssen dafür, wie wichtig das ist, dass diese Prozesse besprochen werden können und dass das nicht in so einen Mauschelraum weggedrückt wird, wo es dann irgendwie vor sich hingeht, sondern dass wir, also Trauer ist einfach, oder Tod, Trauer und Sterben sind Prozesse, die gar nicht so schwer sein müssen, wenn wir es schaffen, darüber zu sprechen. Und diese Botschaft immer wieder anzubringen und in die Welt hineinzutragen. Und das haben wir heute ein bisschen getan, wir beide, und das ist mir ganz wichtig. Ja, ich danke dir, dass du auch da ein Botschafter bist und heute auch hier zu Gast bist im Podcast und deine Impulse, deine Blickwinkel geteilt hast. Also danke auch dir für das Gespräch heute und für all das, was du da auch bewegst in diesem Bereich. Ja. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die ich meinen Interviewgästen, ich sag mal, traditionell stelle. Deshalb auch an dich noch abschließend die Frage, welche 3 Symbole repräsentieren dich? Welche 3 Symbole stehen für dich, Thomas,
Achenbach. Ui. Ich würde sagen, ein Feuerzeug, weil ich ein sehr impulsiver Mensch bin, was auch nicht immer gut ist, aber es ist so. Das Meer, aus vielerlei Hinsicht, weil es Sehnsuchtsort ist, weil ich da zur Ruhe komme, weil es aber auch für mich vieles repräsentiert, wo ich, sagen wir mal, auf einer spirituellen Ebene andocken kann, wenn wir es mal ganz groß aufhängen wollen. Und schließlich und endlich versuche ich, glaube ich, einfach Mensch zu sein. Also ein ganz normaler, klassischer Mensch als Mensch. Das wäre so das dritte Symbol. Falls das, ist das zulässig, dass ich das so, ist ja kein wirkliches Symbol, aber ist das trotzdem zulässig, wenn ich es reinbringe? Ja, ich glaube, da darf sich jeder, der jetzt zuhört, ein Symbol dazu denken, was ihm da als Bild Da in könnte den jetzt ein Herzchen Kopf, könnte man ein sich vor. Herz, ja, Ja, das genau. Herz, das in der Brust eines jeden Menschen schlägt, dann, ja, das, ja, ich danke dir auch für deine Bilder und deine Antworten dazu. Und ja, wenn jetzt jemand das hört oder sieht bei YouTube und mit dir in Kontakt treten möchte, was sind da die besten Wege, sich mit dir zu verbinden? Ich habe eine Website, die geht ganz einfach, thomasachenbach.de, Thomas mit TH und dann Achenbach in einem Rutsch durchgeschrieben.de. Da findet man alle möglichen Kontaktwege, die üblichen Telefon und E-Mail. Telefon ist manchmal ein bisschen schwierig, also beispielsweise, wenn ich in der Begleitung bin, dann kann ich natürlich nicht ans Telefon gehen, aber ich rufe auch sofort zurück und ich habe einen Anrufbeantworter laufen und Mailadresse ist auf jeden Fall da und da freue ich mich auf jeden Kontakt, der sich da ergibt. Das wären so die besten Möglichkeiten. Ja, perfekt. Also die Links zu deiner Webseite, zu deinen Büchern und Mailadresse packe ich gerne auch noch in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr das Ja. dann auch direkt nachlesen und anklicken. Sehr schön, vielen Dank. Wunderbar. Ja, Thomas, ich danke dir Danke für dir. das inspirierende Gespräch und wünsche dir alles, alles Liebe und Gute auf deinem weiteren Weg. Ich dir und deinen vielen Zuhörern und Zuschauern auch. Genau. Dankeschön. Danke dir. Alles Gute.